Hallo Leute, mein Name ist Avok und heute spielen wir Kitty. Heute ist das Spiel Kitty dran und ja, das ist eine kleine Piggy-Kopie, glaube ich, habe ich gehört. Und das müssen wir doch mal austesten. Und ja, ich hatte gerade auf meinem Discord-Server Bescheid gesagt, dass wir das Spiel spielen können, aber dann habe ich gemerkt, dass das Spiel nur 6 Slots hat insgesamt. Und da kann jetzt leider nicht jeder drauf, das tut mir leid, aber... Okay, ich habe jetzt mal auf einen Player gedrückt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ah, Mist, ich wurde wegteleportiert. Ich muss wieder auf Multiplayer klicken. Jetzt bin ich auf einem ganz falschen Server. Ups. Ja, egal, komm. Wir drücken Play und los geht's. Ich habe das Spiel noch nicht gezockt. Ich weiß nicht, was man machen muss. Und jetzt sagt Pinky, oh mein Gott, Käse. Und Kitty sagt, klick. Ah, okay, das hier ist eine Maus wahrscheinlich. Soll eine Maus darstellen. Und Kitty ist dann da und ja, muss einen wahrscheinlich dann irgendwie entführen. Und ich glaube, die Maus, würde ich mal behaupten, müsste man dann irgendwie befreien oder sowas. Ja, ach, man ist hier dann, ich bin dann Abok hier und muss dann die andere Maus befreien. So ist das. Und hier ist irgendwie gar kein Ton. Aber Ton ist eigentlich eingestellt. Ach, und jetzt sehen wir, wo wir hin müssen. Okay, ich muss jetzt einen Weg herausfinden. Okay, interessant. Ich habe eine lustige Figur. Und der coole Maxi ist auch da. Und Kitty... Oh, lull. Okay, dann gehe ich mal hier oben durch. Okay. Mit E kann ich das auf und zu machen. Okay. Ah, ich kann mich dann hier verstecken. Okay. Und Gaming Kicks ist auch da und da waren gerade noch ein paar andere. Oh, und Nuss und so. Grüße gehen natürlich raus an alle. Oder an alle raus. So, das hier ist aber eine lustige Piggy-Kopie, weil man so einen komplett eigenen Skin hat. Und die Map, die ist ein bisschen anders. Und Piggy will mich ärgern. Ich sag schon Piggy. Piggy will mich ärgern. Piggy will mich ärgern. Piggy ist... Ist Piggy schneller als ich? Oh nein, nein. Oh, ich springe weg. Ich springe weg. Aber ich bin eine kleine Maus. Kann ich hier unten durch? Ah, ich kann ohne zu sterben nach unten. Ah, oh Mann, die auch. Okay, Tür zumachen mit E. Mit E die Tür zu machen. Hehe, das kriegen wir doch hin. Wir sind Piggy-Profis. Das müssen wir doch hinkriegen. Okay, die, das kriegen wir nicht auf. Und man muss, glaube ich, hier nicht ausbrechen. Kann das sein? Kann das sein, dass man nur die, die andere Maus retten muss? Also das ist ja was anderes. Jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen. Okay, kann man hier auch... Nee. Ah, das ist der Hauseingang gewesen, ne? Ey, kann man da oben durch die Lüftungsschächte durch? Durch die obligatorischen Lüftungsschächte, das wäre cool. Ich sperre den mal ein. Okay. Ah, der hat sich schon selber eingesperrt. Ah, der hat aber sogar einen Ach, mit 1 und 2 hat man irgendwie Slots da unten, sehe ich gerade. Aber da habe ich ja gar nichts. Oh, oh, oh. Kann ich ein bisschen Klavier spielen? Lalalala. Nee, lieber abhauen. So, Freund. Ah, ich habe ein Stück Holz. Hey, wie cool ist das denn? Ah, da ist sogar ein Schlüssel. Ich habe ein Stück Holz und einen Schlüssel. Lull, wie cool. Ich weiß nicht, wohin damit. Okay, wo könnte man dieses Stück Holz platzieren? Irgendwo oben, oder? Aber ich kann nicht rennen. Aber ich kann mit R Emotes machen. Oh, falsche Taste. Ich habe gar keine Skins, kein Emote. Keine Emotes freigeschaltet. Nein. Ist hier jemand hinter? Ey, okay. Oh mein Gott. Nein, nein, ah, doch, ich bin ja doch wieder frei. Lull, jetzt bin ich wieder drin. Ha, lustig, ich kann ja einfach so wieder abhauen. Aber ich habe jetzt meine Items nicht mehr, schade. Ich will meine Items doch wieder haben. Ich mache mir die schnell die Tür zu, damit kommt er nicht rein. Hier brauche ich Benzin, okay. Ah, das kann ich, ha, lull, da kann ich das aufmachen und den ärgern. Wie lustig ist das denn? Ich kann das von außen, von innen aufmachen und den richtig schön ärgern. Ah, hier hätte ich das Stück Holz platzieren müssen. Okay. Das war irgendwo unten. Das war unten im Badezimmer, glaube ich, oder so, ne? Das war irgendwo hier. Hier dagegen war das irgendwo. Ich glaube, in dem Raum war das auch einfach im Boden. Ich bin von hier irgendwie gekommen. Wo war das Stück? Hier ist das Badezimmer. Ja, nice, okay. Dann muss ich damit jetzt einfach nur um. Ich tue so, da ist die Kitty. Kitty, komm. Kitty, oh, Kitty schläft. Kitty schläft, okay. Okay, zack, 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 zack. Zack, das war diese Tür hier, oder? Ja, zack. Einmal hier schön platzieren. Und jetzt haben wir den Weg, einen weiteren Weg freigeschaltet zur Maus, die wir befreien wollen. Let's go. Ah, und hier. Ah, hier hatte ich ja sogar vorhin den. Ich hatte ja sogar den blauen Schlüssel. Okay. Hier ist auch ein kleines Gefängnis. Hier muss dann auch Benzin reinmachen. Hier ist eine Tür.
Oh, hier ist so ein bisschen so Chemikalien, okay. Ist ja gar nicht. Hier muss man ja richtig viel machen, kann das sein? Wow, wie groß die Map ist. Okay, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich Piggy so gewohnt bin. Da gibt es ja auch große Maps, ne? Wenn ich mir jetzt mal überlege, die City ist ja auch schon eine recht große Map. Ich habe hier einfach noch keinen Überblick. Aber ich finde es schon mal lustiger als Gummy. Oder Gummi, muss ich schon mal sagen. Weil das hier nicht so rumleckt. Und das ist voll cool, dass man hier so eine eigene Figur ist. Oh, okay. Aber ich glaube, die Räume sind abgetrennt. Wo kann ich das denn hinbringen? Ich weiß es nicht. Ah, Ilo hat einen Kanister. Komm mit. Ah, er ist runtergefallen. Okay. Ja, egal. Egal, er wird schon wissen, dass ich ihn da hinschicken wollte. Und jetzt brauchen wir hier wieder ein Schloss für... Oh, das ist eine Mausefalle. Da darf man nicht reingehen. Wie cool ist das denn? Man hat hier keine normalen Fallen, man hat diese coole Mausefallen. Und hier liegt ein Schlüssel. Oh, den nehme ich doch gerne mal mit. Den lasse ich doch nicht liegen. Ah, und jetzt ist hier auch so ein kleiner Gang. Also das ist ja jetzt verbunden miteinander, okay. Aber wo kann ich denn den roten Schlüssel für benutzen? 4 Minuten haben wir noch Zeit. Und Kitty ist schon wieder am Schlafen. Also Kitty ist echt keine Gefahr, finde ich. Oder wir haben einfach nur so eine ganz schlechte Kitty erwischt. So einen ganz, ganz schlechten Noob. So wie wenn ich Kitty wäre. Die habe ich... Ah, der Schalter ist jetzt offen. Okay, interessant. Interessant. Man kann hier einfach die Schalter auf und zu machen. Und da ist Kitty. Hey, Kitty, hier bin ich. Hallo, Kitty. Jetzt mache ich die Tür zu. Ups, jetzt kommt Kitty. Nein, Buda muss los. Und da wäre ich fast in die Mausefalle reingelaufen. Wo könnte ich dann was werden mit meinem Schloss oder mit meinem Reagenzglas? Oh, da ist Kitty. Kitty verteilt wieder Fallen. Das kann Kitty doch nicht machen. Hallo? Hallo Kitty, das geht doch nicht. Ich glaube, das Spiel geht gar nicht um Ausbrechen. Kann das sein? Kann das sein, dass sich einfach nur nicht alle fangen lassen dürfen? Ich habe keine Ahnung. Haha, aber die kann ich erstmal auslachen, die da drin sind. Kitty ist oben. Dann ärgere ich Kitty mal. Hier, komm her, Kitty. Kitty, komm her, Kitty. Haha, ha, reingelegt und ich bin schon wieder abgehauen. La, 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 la. Okay. Aber wir werden hier nichts. Kann das sein? Kann das sein, dass man hier... Aber ich könnte mal da oben. Ist die Tür jetzt schon offen? Ah, die Tür da oben ist schon offen. Die war ja vorhin noch zu. Vielleicht muss ich hier was machen. Das kann natürlich sein, dass ich hier irgendwas machen muss. Hier ist auch irgendwas eingeschlossen. Hier geht's nach unten wieder. Okay. Hier, die Zange sieht aus, als könnte man die mitnehmen, ja. Ach, dann ist man wieder hier, okay. Komisch. Also bisher habe ich es noch nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Muss ich den Schlüssel hier irgendwie? Nee. Aber hier werde ich ja auch nichts. Also hier kann ich auch nichts Besonderes machen. Das sieht aus, als könnte man hier irgendwie... Als wäre das so eine Tür, wo man später irgendwie rauskommt. Ah, da oben ist ja sogar ein Käfig. Ist da die Maus eingesperrt? Ist das die Maus, die man retten muss? Ist sie das? Lol. Okay. Ja gut, da komme ich jetzt ja nicht ran, ne? Was schreiben die denn in den Chat? Harker ist da. Herr Harker schreibt, Hilfe, bin echt schlecht in dem Spiel. Also Harker weiß bestimmt mehr als ich von dem Spiel. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe da keine Ahnung von. Was müssen wir machen? 34 Sekunden haben wir noch. Aber ich kann hier nichts machen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder in das kleine Gefängnis rein. Werde ich vielleicht was mit dem Reagenzglas hier? Ne, hier muss ich nur die Karte benutzen. Hier ist noch so ein kleines Glas. Muss ich das hier eingeben? Nee. Hä? Was muss ich machen? Aber ich habe es geschafft, nicht gefangen zu werden. Das ist wenigstens gut. Okay, eine Sekunde noch und geschafft. Naja, ich weiß nicht, habe ich das Ziel jetzt erreicht? Habe ich das Ziel jetzt erreicht? Das ist die Frage, ne? Hier gibt es noch einen Shop. Man kann sich Waffen kaufen. Als Kitty. Okay, man kann sich Boosts kaufen. Und Emotes. Und halt Skins. Für Käsestücke. Ah, okay. So, Leute. Ich will das Spiel nochmal spielen, aber ihr müsst mir das erklären. Ihr müsst mir das erklären, Leute. Ich bin zu doof dafür. Auch wenn ich der heftige Piggy-Pro bin. Das habe ich jetzt gerade echt nicht verstanden. Das müsst ihr mir nochmal erklären. Oh Mann, tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und beim nächsten Mal bin ich auch nicht so ein Noob. Bis dann. Ciao.